Mushtikasana heißt wörtlich die Fauststellung. Diese Stellung wird in einem klassischen Hatha-Yoga-Text erwähnt, aber nicht beschrieben. Mushtikasana ist aber auch eine ganze Klasse von Asanas, wo du statt Handflächen auf den Boden die Fäuste auf den Boden gibst. Mushtika heißt ja eben Faust. Mushti selbst heißt Faust, Mushtikasana die Stellung auf den Fäusten. Manche Asanas sind auf den Handflächen und für manche Menschen mit Handgelenksproblemen, Sehnenscheidenentzündung oder anderen Problemen an den Händen können diese Stellung nicht machen oder sollten sie nicht machen. Und dann ist meistens die Faustvariation hilfreich. Zum Beispiel gibt es im Sonnengruß den Stütz und dort kannst du statt die Handflächen auf den Boden geben, die Fäuste auf den Boden geben. Dort gibt es auch den Hund und auch im Hund kannst du die Fäuste auf dem Boden halten. Des Weiteren gibt es in der Yoga-Vidya-Grundreihe eine Gegenstellung zur Vorwärtsbeuge, das ist die schiefe Ebene. Und auch die schiefe Ebene kannst du machen mit Händen, mit Fäusten auf dem Boden statt Handflächen auf dem Boden. Dann gibt es noch die Krähe, Karkasana, und auch die gibt es in deiner Mushti-Variation, das wird ja auch genannt, Mushti-Karkasana, die Krähe auf Händen. Und so ist auch Mushti-Karkasana eine Mushti-Karkasana-Variation. Auch den Pfau könntest du übrigens auf den Fäusten machen, hier wird es allerdings noch etwas schwieriger. Insgesamt gilt, die Mushtika-Variation von Asanas sind gerade, wenn es ums Gleichgewicht geht, schwieriger als die Grundstellung, aber dafür weniger fordernd für die Handgelenke.